Moin! Mir ist heute ganz glücklich. Halt und ich bin ruhig jetzt, ich bin dran. Ich bin richtig verkatert. Ich habe mir gestern den Rhein georgelt. Ja, da wirst du gleich deine Orgeln vorbei sein, wenn ich denn mit deinen Haaren fertig bin. Weil ich habe mir heute einen Schlüssel besorgt. Mir hat die große Ehre, Wilke heute die Haare zu schneiden. Und da freue ich mich drauf. Damit das alles ein bisschen vernünftig wird, machen wir das im Friseursalon. Mir hat auch mal ein bisschen was vorbereitet. Aber das seht ihr jetzt gleich. Ich mache die schönste Frisur heute aller Zeiten. Was ist mit Kaffee? Nee, Kaffee nicht. Ja, ich bin der Kunde hier, du Idiot. Na, sollst Kaffee kriegen. Wir werden die Haare schneiden. Da wirst du nicht. Ja, natürlich kriegst du als Kunde einen Kaffee bei mir. Natürlich kriegst du einen Kaffee. Ich weiß zwar nicht, wo der Kaffeeautomat steht, aber du wirst einen Kaffee kriegen. Jacke aus! Kamera weg, hinsetzen. Du kommst da nicht drum zu. Ich werde dir die Haare scheiden. Ich habe die Wette gewonnen und du wirst jetzt schnickeljung. Was ist denn jetzt mit dem Kaffee? Oh, wow. Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind in einem Friseurladen. Ja, wo? In Leer. In welchem Friseurladen? Bist du blöd? Bei... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Bei Baba. Du gehst zu Ahmed. Ich gehe zu Ahmed. Du gehst zu Ahmed, leist Schlüssel für seinen Friseurladen. Ja. Und weißt nicht mal, wie der Friseurladen heißt. Ja, bei Baba. Aber was soll denn, jetzt setzt du mich schon wieder bloß. Ich hab doch nur Ahmeds Telefonnummer. Ich weiß ja nicht, wo Ahmed sein mit dem Friseurladen, wo, wie der heißt. Was hast du denn zu Ahmed gesagt? Ich brauche den Schlüssel, weil ich muss Wilke die Haare schneiden. Kannst du mir den leihen? Was hat Ahmed gesagt? Natürlich. Können wir jetzt anfangen? Ich möchte erst einen Kaffee. Oh, Wilke, du zögerst das wieder hin. Ich bin Kunde. Ja, du hast aber Angst, glaube ich. Die zitteln die Beine hier ja schon. Ja, natürlich habe ich Angst, wenn du mit deinen fetten Masturbierpranken eine Schere in der Hand nimmst oder meinen Kopf rumfuchtelst. Wieso eine Schere? Immer dasselbe mit dir. Du fangst immer erst Kaffee. Ja. Ja. Wolltest du noch ein geschmiertes Brötchen haben oder was? Lässt du die Kaffeemaschine in Ruhe? Ich hab das hier geliehen und du machst das gleich noch kaputt mit deinem dicken Finger da. Und mir steht hier nachher wieder, muss alles bezahlen hier. Was willst du jetzt? Guck mal, Udo, der hat deine Schamhaarfrisur im Gesicht. Oh, wach. Hör mit dir, dann hast du dann gleich eine ganz andere Frisur im Gesicht. So, liebe Leute, denkt dran, wenn die Friseure wieder aufhaben, geht in euren Dorf, geht zu eurem Friseur, dass die wieder Geld in den Kassen kriegen. Genau. Ganz wichtig. Weil die leiden auch ganz, ganz schlimm. Deine Frisur leidet auch ganz schlimm. Wilke, wenn ich gleich mit deiner Frisur fertig bin, ne, dann ist das keine Frisur. Ich habe mir einige Sachen besorgt und danach werde ich arbeiten. Mir ist nicht von gestern, ich habe wirklich alles besorgt und du wirst dich wundern, was gleich passiert. Wieso trinkst du jetzt eigentlich Kaffee? Weil ich mich beruhigen muss. Ich habe jetzt gleich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ich habe mich auch richtig schön vorbereitet. Das hast du schon 8-mal gesagt. Ja, aber ich habe dir das noch nicht erzählt. Willst du es nochmal erzählen? Ja, Oma? Hör auf mit deiner Oma. Ich war gestern bei deiner Mama. Kennst du das noch? Kennst du das noch, wer das ist? Eine Schultüte in der Hand? Ja, kenne ich nicht. Nein. Könnte wohl Wilke sein. Guck mal die Episode an. Und so wird's gemacht. Nee. Ja, ja. Weg. Wo hast du die Fotos her, Udo? Von Mama. Du bist nicht wirklich zu meiner Mutter gefahren. Jawohl, da bin ich hingefahren. Jetzt du mit deinen komischen Fleischsalatfingern so einen modischen Frisurzauber. Dazu habe ich mir Sachen besorgt. Du bist zu meiner Mutter gefahren. Ja, bin ich. Hast dir Grundschulfotos besorgt? Ja, richtig. Und was hast du gesagt? Ich möchte wirklich die Haare schneiden. Ich brauche ein Bild, also so ein Modell. Und dass ich das so hinkriege, habe ich mir ein paar Dinge besorgt, dass das so hinkommt. Kannst du doch keinen Bildschnitt schneiden. Ja, da wirst du aber hingucken. Du kriegst einen Bildschnitt. Mir ist heute Chef, mir entscheidet und du kriegst auch hier die Ohrlocken, die da so ein bisschen höher stehen. Die kriegst du auch. Kurze Info zu dem Bild. Das war in der Grundschule und da haben wir ja Fotos gemacht. Kennst du das noch, wenn in der Grundschule die Fotografen kamen? Ja. Da waren richtig viele sauer auf mich, weil ich dieselbe Frisur hatte ich auch auf dem Klassenfoto. Dann meinten die alle, ich hätte das Foto versaut. Ich wurde richtig gedemütigt als Kind. Aber ich war ja schon, guck mal, verhüte mit meinem Gesicht. Schade, dass da damals noch keine Maskenpflicht war. Ich war als Kind so hässlich, dass Mama und Papa unserem Hund den Arsch rasiert haben, Rückwärtslaufen beigebracht haben oder... Haben die Nachbarn uns für Zwillinge gehalten? Das sag ich dir, da werden die. Aber
da habe ich wirklich drunter gelitten, ne? Die haben mich wirklich... Wieso damals? Du wirst jetzt auch drunter leiden. Nicht im Ernst. Ja. Was willst du denn? Willst du Linsensuppe kochen? Oh, wa. Ich setze mir garantiert keinen Topf auf den Kopf und du schneidest. Du kannst das werden wir. Nein, das kannst du auch vernünftig machen. Nee, du willst ja vernünftig aussehen. Das muss auch ja gerade sein. Oder soll ich mir einen Eimer auf den Kopf setzen? Oder ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich muss ja die Größenordnung, wusste ich ja nicht so direkt. Das mache ich nicht. Das machst du. Ich setze mich hier garantiert. Ich bin Chef und du setzt dich dahin und dann mach ich. Ich setze mich hier garantiert nicht mit dem Kochtopf auf den Kopf hier hin wie ein Linsensuppe. Das soll doch gerade sein. Das ist eine richtige Assi-Aktion von dir. Nee, du fährst zur Mama und holst Kinderfotos. Und guck mal hier, wie Malte aussieht. Ja, denn Malte interessiert jetzt nicht. Wilke interessiert. Denn Wilke ist dran. Um ruhige Hand zu kriegen, rauche ich jetzt im eine, ja? Hier professionell setz dich da jetzt hin, du kommst da nicht drum zu. Du siehst aus wie ein Hufschmied. Ja, das ist auch ja bald so bei dir. Passt du da überhaupt mit deinen fetten Dingen? Passt du mit deinen Dingen? Setz dich hin, dass ich immer mit dir diskutieren muss. Und auch doch so ein Kittel um. Damit ja, du musst dich aber hinsetzen, dann schmeiß ich dir den um. Das ist wie bei dir, Baustellen, Lucky Luke. Schneller Pause machen als dein Schatten. Du wirst gleich nicht mehr lachen, wenn ich mit dir fertig bin. Das sag ich dir. So, weg damit. Ahmed hat mir alles erklärt und danach werde ich jetzt schneiden. Du hast Töpfe mitgebracht. Ja. Ich muss doch den Schnitt haben von früher. Was machst du da? Ja, ich hab verkehrt um. Er muss auch ja erstmal. Ich bin ja, ne? So, du willst mich erwürgen oder was? Ja. Was? Ich muss den Kopf drauf haben. Wieso? Die Leute sollen das sehen, wenn ich dir die Haare schneide. Du bist raffiniert. Du musst höher. Wer muss höher? Die Kamera, die Leute wollen es doch sehen. Sehen die doch. Du sollst das da hinsetzen, ich will loslegen. Was ist da denn los? Wo? Was ist denn, was wächst denn aus deiner Nase? Ja, seh zu, hey, du bist dran. Was wächst denn aus deiner Nase? So. Was wächst denn aus deiner Nase? Nein. Ich fang jetzt so an. Was wächst aus deiner Nase? Nein, interessiert mich nicht. Udo Kurz. Was denn? Ist ein Urwald in deiner Nase? Oh, wah! Ja, ich. Hör auf mit deinem Urwald! Ich kann auch nichts für! Ich bin auch nicht. Ich darf dir die Nasenhaare rausmachen, dann darfst du mir die Haare schneiden. Nee. Doch. Du bist heute dran. Nein. Ja. Ich lass mir nicht die Haare von jemandem schneiden, wo ein Urwald aus der Nase wächst. Du hast die Wette verloren. Und das ist mein Tag. Und dein Tag ist heute. Ich schneide. Hinstellen. Ruhe. Ich bin jetzt der Meister. Hinstellen. Ah! Du bist so ein Arsch, bist du. Du bist dran, nicht ich. Wir sind schon eine lustige Verbindung. Ja, die Verbindung wird gleich entzweit, wenn ich mit deinen Haaren fertig bin. Da kannst du hingucken. Ach, meine Gehirnzellen. Da hat sich gerade eine komplette Schimpansenfamilie aus deinem Nasenloch an den Nasenhaaren abgeseilt. Ja, die Schimpansenfamilie, die wickel ich dir gleich um den Hals zu. Da kannst du mal hingucken. Du musst ein bisschen mit Kraft dich festhalten. Ja, du seh zu. 3, 2, 1. Ah! Guck mal, schon wieder ein Pinsel, Udo, da kannst du ein Bild mitmachen. 3, 2, 1, los! 0,1, 0,2, 0,3 und. Sehr! Oh. Udo, guck eben. Ja, diese Pinsel. So, jetzt Schluss, jetzt, komm, setz dich hin, du bist dran. Warte, mein Kopf hoch. Da sind ja immer noch Haare. Setz dich hin, du Udo, bist da sind wir nicht. Udo, da nee. Sind, Udo, da sind wir nicht. Udo. Ja, pa, ich stelle dich raus. Das ist jetzt hygienisch vor mir. Was musst du? Hygienisch vor mir. Jetzt bist du gleich dran. Willst du mir nicht mal ein Buch geben und fragen, welche Frisur ich habe? Nee, ich will mir eine Frisur aussuchen. Ja, warte, ich gebe dir ein Buch. Die Frisur habe ich zur Auswahl. So, und die, top. Ja, und die wird so. Du hast doch gar keine Ahnung, was du tust, oder? Ruhig. Der ist zu klein, dann bist du bei der Behörde. So, und dann habe ich den noch. Was hat Ahmed dir erklärt? Ahmed hat garantiert nicht gesagt, du sollst mir einen Topf auf den Kopf setzen. Ja, aber dann verstehe ich mich nicht. So. Was, was hast du denn vor, Udo? Das ergibt gar keinen Sinn. Du kannst doch willst einfach mit Schuhen. Ja, ich muss das jetzt erstmal. Alter, merkst du nicht, dass du mit der Schere so vor mir rumfummelst? Ja, erstmal so richtig schön. Willst du nicht erstmal die Seiten rasieren oder so? Nee, das mach ich jetzt so. Na, bist du, hast du eine Murmel oder was? Warum?
Udo, Alter, da ist nicht mein Aufsatz drauf. Ach so, du, ja, du Ahmed hast... hat dir das alles erklärt. Ich dachte, du weißt, wie das geht. Nein, Ahmed hat mir das schon erklärt. Leck mich am Arsch. Hast du Udo gesagt, er soll mir einen Topf auf den Kopf stellen? Hä? Er meint, du hast ihm gesagt, er soll mir einen Kochtopf auf den Kopf und drumherum schneiden. Oh mein Gott, der soll den Topf weglassen. Wie? Aber du hast doch gesagt, soll den Topf nehmen. Nee. Nichts von dem Topf gesagt. Ich hab gesagt, ich hab ein Video, ich schick dir ein Video, dann macht das einer mit einem Topf. Ach so. Ach so, dann hab ich das missverstanden. Ich dachte, ich könnte mit dem Topf schneiden. Machen 15 mm, Udo. Ja, geht her. Ich will jetzt loslegen. Ja, du hättest, du wolltest, Udo, du, ja? Wolltest, du wolltest mir mit auf Null machen, Alter. Ja, na und? So, auf geht's. Und ruhig halten. Tut auch nicht weh. Dass ich dir vertraue, ne? Das ist ein Vertrauenszeichen. Ja, nun quatsch nicht so viel. Ich muss mich konzentrieren. Hier ist kurz Udo Kern, dass ich auch sehe, dass ich was mache. So. Das ist doch hundertprozentig. Ich weiß gar nicht, was der halt zu meckern hat. Der nur am Meckern ist der. Wie lange willst du da hinten noch rumrasieren? Bis der letzte Haarschnitt da runter ist. So. Ganz ruhig halt. Das tut auch nicht weh. Das tut danach weh, wenn Leute mich auf der Straße verprügeln wegen ja, der Frisur. Ja, aber das ist ja dein Problem, nicht meins. So. Du hast die Wette verloren. Und das heißt denn, du bist dran. Und warum machst du das? Dann ich die nicht abschneide. Bist du eigentlich blöd oder was? Wieso schreist du eigentlich immer rum? Ja, weil du mich nervst. So. So, und jetzt kommt... Warte. Was ist denn jetzt? Flo, du musst auch hier... Ja, wie? Ich weiß doch... Warum muss ich dir das eigentlich erklären? Finger weg, ich bin der Meister. Willst du nicht mal auf die Vorlage gucken? Ich brauche keine Vorlage. Wir müssen umgezogen. Du machst mir die Haare doch und fragst mich, wie ich das oben haben will. Dann darf ich ja gar nicht so viel abnehmen, weil die sind oben ja länger wie unten. Du hast doch einen Topf, du willst doch einen Topfschnitt machen. Ja, aber wenn ich den Topf... Warum muss ich dir das eigentlich erklären? Wenn ich den Topf jetzt oben drauf setze, dann kann ich da keine Haare schneiden. Ich kann doch nur einen Topfschnitt, kann nur so gemacht. So kann ich nicht muss die Kamera noch zwischendurch an- und ausmachen. Ach, lass die Kamera. Ich will erst mal die Frisur und dann kannst du das Objekt in Begierde machen. Weiß gar nicht. Lass mich! Ich hab die Kamera. Warum? Das ist das Bescheuertste, was wir hier... Das machst du mit der Schere. Oh. Ja, so doof kann man doch nicht sein. Das letzte Mal, ich komme mir richtig doof vor. Wir hätten einfach ein scheiß Video auf den Sportplatz drehen können. Ja, aber wer hat denn die Wette angeboten? Ich? Nein! Udo, nimm die Hand dazu. Ja! Was machst du da? Schneiden! Schneid doch an der Kante lang. Okay. Warte, eine Frage. Ja. Du setzt mir hier eine Schablone als Topf auf. Warum schneidest du da nicht einfach dran lang? Bitte, dann... Ja, gut, mach ich. Das ergibt wieder keinen Sinn, was du machst. Und pass auf meine Augen auf. Ja! So! Egal. Ich sehe aus wie Fritz Walli. Wie hast du denn... Was hast du denn... Alter, ich sehe aus wie Fritz Eisenherz. Ja, da darfst du... Die suchen jetzt ja. Du hast das hier nicht gerade geschnitten. Ja, das kommt rein. Ich muss noch ein bisschen nacharbeiten. Zuckst du? Natürlich zuck ich. Du bist mit der Schere bei meinem Auge zugange. Ich am Arsch. Ist das alles hygienisch? Oba. Oba. Jetzt ist Oba vorbei. Von unten. Nein. Ja, doch. Kopf nach oben. Wieso regst du dich eigentlich immer so auf? Ja, weil du alles bestimmen willst. Aber ich sehe frisch aus, ne? Ja, dann frisch bist du dann, wenn ich fertig bin. Dann siehst du frisch. Oh, yes. Ich sehe auch wie ein Mönch. Mach das jetzt hier vernünftig! Ja! Bist du zufrieden? Ja, Wahnsinn, Alter. Ja, so. Danke! Guck, wie ich aussehe. Danke, dass du die Wette eingelöst hast. Ich bin stolz auf dich. Sieht geil aus, ne? Ja, echt. Würdest du mich verprügeln, wenn ich, du mir entgegenkommst auf der Straße? Nee, ich bin weglaufen, wenn ich gesagt habe. Wieso? Ja, du siehst so schrecklich aus. Aber das sieht gut aus. Nein, das sieht echt gut aus. Also, ich bin... sehr zufrieden mit meinem Haarschnitt. Das erste Mal habe ich das wirklich gut gemacht. Kannst du dich darauf verlassen, dass du es wieder kriegst? Wieso krieg ich es denn wieder? Ah, du hast mir einen fucking Pilzschnitt geschickt. Ja, du warst aber richtig tapfer und dafür kriegst du auch mal Leute. Siehst du Scheiße.
ist allerhand. Dass du das Wort gehalten hast, habe ich mir nicht mit gerechnet, dass du das wirklich mitmachst. Wieso? Ja, aber du hast es mitgemacht. Also wirklich, Daumen hoch, Wilke, kriegst von mir ein Herzchen unter den Kommentaren. Wir müssen auch ein bisschen Spaß haben. Ja, das nächste Mal bin ich vielleicht wieder dran. Na, du nicht vielleicht, aber du kannst dir ganz sicher sein, dass du das wieder kriegst. So, liebe Leute, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt unter den Kommentaren, in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und wie euch die Frisur gefällt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und jetzt kannst du die Schnauze halten, weil ich gehe jetzt nach Hause und wie du wegkommst, das weiß ich nicht. Denkt dran, nehmt dein Leben nicht so ernst, habt Spaß beim Miteinander, weil dann kommt man... Man muss über sich selbst lachen können. Richtig. Und ein Riesendank an Ahmed von Baba Fresh, der mir den Schlüssel gegeben hat. Und Tipps gegeben. Ja, und das Allerwichtigste ist, danke, Mama Zien, dass du mir die Fotos zur Verfügung gestellt hast. Bro, ja. Komm her. Was willst du jetzt? Hast du auch einen Lolli für mich? Oh, wa. Hör auf mit den Augen, du eine sterbliche Hülle schätzt. Ne? Ja, aber du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt ihr uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube? Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das... Ja, ja. Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja, leck mich doch.